Die Haltung der USA bezüglich des Schicksals Bashar Assads hat sich über das Jahr verändert. Diana Chichakian mit dem Rückblick. Die USA haben sich einer Resolution des UN-Sicherheitsrates verpflichtet, die in Syrien zu einem politischen Übergang führen soll. Aber wann Assad geht, das wurde nicht formuliert. Unsere Position lautet, dass Assad die Legitimität verloren hat. Er kann nicht Teil einer syrischen Regierung sein. Wie und wann er geht, wird noch diskutiert. Würden Sie sagen, es wird noch diskutiert und entschieden, ob er Teil des Übergangsprozesses ist oder nicht? Was ich sage ist, es wird noch immer diskutiert und entschieden, wie der Übergangsprozess aussehen wird. Es gab eine Zeit, zu der die USA darauf bestanden, dass Assad geht, noch bevor ein politischer Übergang begonnen werden kann. Für Assad gibt es in Syrien keine Zukunft. Der einzige Weg, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden, ist ein politischer Übergang hin zu einer Regierung ohne Assad. In den letzten 1,5 Jahren haben wir gesagt, dass Assad gehen muss. Realismus erfordert aber auch einen geordneten Übergang weg von Assad hin zu jemand Neuem. Es ist nicht denkbar, dass Herr Assad Legitimität zurückgewinnt. Wir beschleunigen den Tag, an dem Assads blutige Jahre enden. Assad wird gehen müssen. Auch wenn das Außenministerium behauptet, die US-Position bezüglich Assad habe sich nicht geändert, sehen das viele anders. Es gab offensichtlich so etwas wie beinahe schon eine tektonische Verschiebung. Zwei Dinge sind in den letzten paar Monaten passiert. Sie haben zunehmend realisiert, dass erstens, die Regime-Change-Politik ist ein totaler Reinfall, der die meiste Zeit über aber auf der Agenda dieser US-Administration stand. Er hat zur Entwicklung des IS und zu mehr Tod und Zerstörung geführt, als die Region seit Jahrzehnten gesehen hat. Zweitens, der Abschuss des russischen Jets durch die Türken hat verdeutlicht, dass dieser Konflikt vielleicht zu einem großen Konflikt zwischen großen Mächten führen könnte. US-Beamte sagen noch immer, dass Assad gehen muss. Jetzt fügen sie lediglich hinzu, dass er noch eine Weile bleiben kann. Er kann nicht Teil einer syrischen Regierung sein. Wie und wann er geht, wird noch diskutiert. Würden Sie sagen, es wird noch diskutiert und entschieden, ob er Teil des Übergangsprozesses ist oder nicht? Was ich sage ist, es wird noch immer diskutiert und entschieden, wie der Übergangsprozess aussehen wird. Es gab eine Zeit, zu der die USA darauf bestanden, dass Assad geht, noch bevor ein politischer Übergang begonnen werden kann. Zwei Dinge sind in den letzten paar Monaten passiert. Sie haben zunehmend realisiert, dass erstens, die Regime-Change-Politik ist ein totaler Reinfall, der die meiste Zeit über aber auf der Agenda dieser US-Administration stand. Er hat zur Entwicklung des IS und zu mehr Tod und Zerstörung geführt, als die Region seit Jahrzehnten gesehen hat. Zweitens, der Abschuss des russischen. Die Haltung der USA bezüglich des Schicksals Bashar Assads hat sich über das Jahr verändert. Diana Chichakian mit dem Rückblick. Die USA haben sich einer Resolution des UN-Sicherheitsrates verpflichtet, die in Syrien zu einem politischen Übergang führen soll. Aber wann Assad geht, das wurde nicht formuliert. Unsere Position lautet, dass Assad die Legitimität verloren hat. Für Assad gibt es in Syrien keine Zukunft. Der einzige Weg, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden, ist ein politischer Übergang hin zu einer Regierung ohne Assad. In den letzten 1,5 Jahren haben wir gesagt, dass Assad gehen muss. Realismus erfordert aber auch einen geordneten Übergang weg von Assad hin zu jemand Neuem. Es ist nicht denkbar, dass Herr Assad Legitimität zurückgewinnt. Wir beschleunigen den Tag, an dem Assads blutige Jahre enden. Assad wird gehen müssen. Auch wenn das Außenministerium behauptet, die US-Position bezüglich Assad habe sich nicht geändert, sehen das viele anders. Es gab offensichtlich so etwas wie beinahe schon eine tektonische Verschiebung.